Harriet Pitter, die Cousine vom Andern, verzaubert eine Zahl, indem sie die Summe von 1 und dem entgegengesetzten Kehrwert dieser Zahl berechnet. Jede reelle Zahl x, verschieden von 0 und verschieden von 1, wird durch 2023-maliges Verzaubern zu einer dieser 5 Zahlen. Frage: Welche? Wir starten also mit dieser Zahl x, die ist verschieden von 0 und verschieden von 1, und verwandeln sie, so wie in der Angabe beschrieben, zu 1 minus 1 geteilt durch diese Zahl x. Und diese Differenz ergibt x minus 1 geteilt durch x. Jetzt verwandeln wir diesen Bruch, so wie in der Angabe beschrieben, zu 1 minus 1 geteilt durch diesen Bruch. Und diese Differenz ergibt 1 minus x auf x minus 1, das heißt x minus 1 minus x auf x minus 1, also minus 1 geteilt durch x minus 1. Dieser Bruch wird jetzt wieder verzaubert, so wie beschrieben, und wird also zu 1 minus 1 geteilt durch diesen Bruch. Und diese Differenz wird sehr schnell zu 1 plus x minus 1, also zu x. Wir sehen also, nach dreimaligem Verzaubern finden wir als Antwort wieder die Zahl, die wir am Anfang hatten. Nach ein viertes, fünftes und sechstes Mal stoßen wir wieder auf x und immer so weiter. Also nach einer Anzahl Verzaubern, die ein Vielfaches von 3 ist, stoßen wir jedes Mal auf diese Zahl x. Also auch nach 2022 Mal Verzaubern finden wir x, weil 2022 ein Vielfaches von 3 ist. Nach dem 2023. Mal finden wir 1 minus 1 geteilt durch diese Zahl x, genau wie da, also finden wir x minus 1 geteilt durch x. Und demzufolge ist B die richtige Antwort.